Heute ist ein ganz besonderer Tag. Wie viel Arbeit steckt in dieser Ranch? Wie lange habt ihr auf diesen Tag hingefiebert? Also ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben jahrelang auf diesen Moment hingearbeitet und jetzt ist es soweit und jetzt bin ich gerade eine Runde gegangen und ich habe gesehen, wir werden jahrelang weiterarbeiten. Einen wunderschönen Nachmittag und herzlich willkommen hier bei der Fox Hill Ranch in Traberg von Kerstin und Jörg Ricker. Was führt dich heute hierher? Ja, das ist natürlich ein Riesenereignis für die Fox Hill Ranch und für die Kerstin und alle rund um die Eröffnung von der Ranch. Wir haben alle lang darauf hingewartet und hingefiebert. Also ich muss ehrlich sagen, ich bin jetzt, seit zwei Wochen aufgeregt wegen diesem Event. Ich freue mich wahnsinnig, hier zu sein. Ich bin echt schon gespannt, was mich heute alles erwartet. Ich freue mich auch auf die Kerstin und auch auf die ganze Ranch, weil alles wirklich wunderschön hergerichtet ist und sehe dem Abend total entspannt entgegen. Wir sind ja bei der Eröffnung von der Fox Hill Ranch und Sie bekaten das Ganze. Wir machen heute Abend passend zu der Ranch-Eröffnung Fingerfood, also Spieße, ganz delikat. Dann haben wir ein Antipasti-Angebot und passend natürlich das Burger. Ganz zu Beginn darf ich die liebe Kerstin und den lieben Jörg begrüßen und der Kerstin alles Liebe zum Geburtstag wünschen. Und ich glaube, ihr habt heute das schönste Geschenk selbst gemacht. Alle blühen auf. Der Jörg daneben, wie man sieht, gell? Das Landleben, das tut uns allen gut. Was macht die Leidenschaft für Pferde bei Ihnen aus? Ja, die Leidenschaft ist erst sehr spät gekommen, eigentlich mit 35 Jahren. Und ich habe dann einfach Nägel mit Köpfen gemacht und habe mir aus Amerika gleich das erste Pferd geholt. Und seitdem sind wir gewachsen und ich muss sagen, diese Rasse hat mich einfach fasziniert und darum habe ich gesagt, ich züchte jetzt und darum haben wir jetzt angefangen, das auszubauen mit einer neuen Halle, einem neuen Reitplatz und auch die Außenboxen. Ich war zwar schon in den Ställen, aber ich kann die Rasse nicht erkennen. Welche Rasse ist es? Es ist eine Spezialrasse aus Amerika, Missouri Foxtrotter. Das sind Gangpferde. Ich weiß nicht, es ist ein bisschen eine sehr Spezialrasse, sagt man dazu. Aber wir haben es einfach so fasziniert durch die Trittsicherheit. Und das war eigentlich das Grundprinzip, warum ich die Rasse gesucht habe. Also die Kerstin hatte die Idee, mit dem AS für Oberösterreich gemeinsam ein Projekt zu starten. Da geht es um Kinderferienwochen, Tage, die da verbracht werden am Hof auf der Ranch. Ich nehme mal an, das wird sehr gut angenommen. Die Nachfrage ist gigantisch. Also wir haben eine begrenzte Teilnehmerzahl. Für die Kinder ist es traumhaft, in einer richtig schönen Umgebung, in der Natur Sport zu betreiben, gemeinsam mit Tieren Sport zu betreiben, Pferde kennenlernen. Ich habe gehört vom Sommer, die Sommercamps, wo 35 Kinder da ans Reiten gewohnt wurden und Spaß gehabt haben. Also großes Kompliment an die Kerstin und an den Jörg und alle, die hier mithelfen. Wirkliche Freude, dass das in Oberösterreich ist. Wir leben in einem schönen Land. Der ORF wird uns in den nächsten Wochen wieder neuen Schätze, neuen Plätze präsentieren. Heuer ist es, glaube ich, schon vergeben für Steyr, tritt für Oberösterreich an. Aber ich hätte für 2024 einen Vorschlag. Vielleicht Traberg mit der Fox Hill Ranch soll ins Rennen gehen. Ich bin Stellvertretung für unsere Gemeinde Oberkirchen-Waxenberg-Traberg. Die sind eine 3500 Seelengemeinde. Uns bedanken, dass ihr diesen Ort ausgewählt habt. Man eröffnet was, man investiert, man gibt alles, jeder in seinem Bereich, wie er es halt am besten kann und dann entsteht sowas. Und dass das Ganze nun zusätzlich gekrönt wird mit dem Geburtstag meiner lieben Frau, das ist natürlich für mich das Allerschönste, da darf es mir jetzt alle nicht besser sein, ja, weil da ist, sie ist mir ungefähr 10-mal lieber wie ihr Lieben alle miteinander, aber deshalb habe ich es auch geheiratet, gell? So, das war der Hintergrund. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, liebes Schatzi, alles Gute zum Geburtstag. Du bist das Beste, was mir je passiert ist in meinem Leben. Und ich verspreche dir, wir zwei machen da alles nur fix und fertig. Wie lange wird heute gefeiert? Also ich glaube, heute ist Open End. Da müssen wir echt schauen, nach der Decke strecken. Schauen wir mal. Normalerweise gehöre ich zu den Letzten, die heimgehen. Schauen wir mal, wie es heute wird. Und am Abend wird heimgeritten? Naja, da müssen wir schauen, ob man mich auf ein Pferd kriegt. Also ich mag Pferde ja gern. Ich finde Pferde wunderschön und bewundere das immer. Und bewundere auch, wie Kerstin das alles macht und finde es wirklich super.